Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, mein Name ist Sabine Herbst. Mein Ziel ist es, Menschen und Unternehmen zu bewegen und Zukunft zu gestalten. Und im Rahmen meines Leitbildes, meines Leitsatzes würde ich Ihnen gerne in den nächsten Minuten näher bringen, warum Werte im Team so wertvoll sind und was eine werteorientierte Teamkultur für das Miteinander und das erfolgreiche Unternehmen bedeutet. So, Sie sehen jetzt gleich meine Präsentation. Vielleicht gucken Sie sich einfach mal dieses Bild an. Das ist eine Coaching-Card und Sie sehen da verschiedene Stationen. Dieses Bild dient dazu, einfach mal zu gucken, wo stehe ich denn, wie fühle ich mich gerade, wo sind gerade meine Bedürfnisse. Und jeder von Ihnen kann jetzt einmal gucken, wo er sich gerade aufhält, gedanklich und gefühlt. Auf der Liegewiese, Anfängerhügel, Sonnenplatz oder Sprung ins kalte Wasser oder Unterschlupf oder auf dem Pilgerweg. Was momentan in der Apothekenwelt ja sicherlich bei vielen der Fall ist. Ja, vielleicht sind Sie aber auch auf dem Sonnenplatz und fühlen sich ganz wohl, auch in Ihrem Arbeitsumfeld oder in Ihrem Teamumfeld. Ich lasse Ihnen die Karte noch kurz da und dann kann jeder von Ihnen einfach mal überlegen, wo befinde ich mich denn gerade? Und es ist für mich okay, wo ich mich gerade befinde. Vielleicht ändert sich es auch im Laufe des Vortrags. Was nehmen Sie heute für sich mit? Das ist ja einer der Inhalte. Dann, was bedeutet Teamkultur für mich? Was bedeuten Werte? Und ja, was wünsche ich mir? Was ist mir wichtig? Ja, den Ausspruch kennen bestimmt viele. Culture eats a strategy for breakfast. Die Teamkultur ist also die Grundvoraussetzung für jegliche Strategie und Unternehmensstrategie. Also es lohnt sich immer, an der Teamkultur zu arbeiten und die zu verbessern. Was nehmen Sie für sich mit? Einmal, welche Herausforderungen haben denn die Vorortapotheken momentan? Was brauchen Sie für eine werteorientierte Teamkultur? Warum sind Werte so wertvoll? Welche Motive treiben den Menschen an? Wie kann ich Werte im Team noch nutzen? Und warum ist die gemeinsame Entwicklung eines Leitbildes so wichtig? Und hier einmal kurz zu den Herausforderungen in der Apothekenwelt, bei den Vorortapotheken. Das ist sicherlich einmal die digitale Kommunikation mit den neuen Bestellplattformen, mit den Apps, mit dem ja, Social Media, Videoberatung, das E-Rezept. Wir haben aber auch die strategische Weiterentwicklung. Das heißt, wir müssen uns neu positionieren, analog und digital. Wir haben neue Dienstleistungen, die vielleicht jetzt dann auch honoriert werden. Botendienst, der wichtiger wird mit dem E-Rezept sowieso. Eine Beratung, die analog und digital erfolgt. Und dann haben Sie natürlich die Prozesse in der Arzneimittelversorgung, von den Rahmenverträgen über Hilfsmittelversorgung, Rabattverträge, die kennen Sie alle. Die Bürokratie, die ganzen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, mit denen Sie auch noch leben müssen. Und auf der anderen Seite haben Sie Team und Führung. Das heißt, Sie müssen Mitarbeiter finden und halten, motivieren. Ja, am besten haben Sie ein offenes, positives Mindset im Team. Sie führen motivierend. Sie haben funktionierende innere Strukturen. Und das Teamwork ist im Fokus. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Was bedeutet Teamkultur? Vielleicht kennen Sie das schon wieder was Neues. Warum schon wieder Veränderung? Warum schon wieder ein neues Computersystem? Das E-Rezept kommt eh nicht so schnell. Lass uns loslegen. Die darf ich machen. Das sind sicherlich einige der Rückmeldungen, die Sie aus Ihrem Team kennen. Und was oder wie sollte moderne Teamkultur aussehen? Das sollte natürlich ein Miteinander sein, ein Füreinander. Die sollte selbstverantwortlich sein, innovativ, agil, sehr werteorientiert. Und es sollte eine neue Kultur der Zusammenarbeit sein.
Was passiert dann oder wie sieht das genau aus? In einer modernen Teamkultur verrichten die Mitarbeiter ihre Arbeit gut und gerne. Die Leistung der Mitarbeiter wird wertgeschätzt. Die Apotheken können gute Mitarbeiter halten, vor allem die Führungskräfte natürlich und auch begeistern. Wir haben ein Miteinander und ein Füreinander und das möglichst generationsübergreifend. Wir haben in den Apotheken ja, im besten Fall wahrscheinlich 4 Generationen, die zusammenarbeiten, von den Babyboomern bis zur Generation Z. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Da braucht man sehr viel Verständnis füreinander. Wir haben weniger Konflikte, wir haben transparent geführte Veränderungsprozesse. Und im besten Fall lebt die Führungskraft den Prozess der Veränderung auch vor. Das jeweilige Werteverständnis der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist bekannt. Wir haben Freiräume, die für Innovation sorgen und wir haben immer die Chancen im Blick. Das heißt, moderne Teamkultur besteht aus einer wertschätzenden, individuellen Kommunikation. Wir haben im besten Fall ein gemeinsames Leitbild mit einer Vision, einer Mission, gemeinsamen Zielen und damit verbunden auch einer positiven Fehlerkultur. Wir haben klare Strukturen, einfache und kurze Entscheidungswege, eine ressourcenorientierte Aufgabenverteilung und wir haben einen strukturierten Austausch im Team. Wir teilen unser Wissen und die Informationen sind transparent. Welche Gestaltungselemente hat eine moderne Teamkultur? Das sind einmal die Werte, das sind unsere Antreiber, unsere Leitplanken für unser Denken. Wir haben die wertvolle individuelle Kommunikation. Wir haben Mitarbeiter mit unterschiedlichen Kompetenzen, unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und deshalb ist es für die Führung so wichtig, individuell zu führen, werteorientiert zu führen und auch zu kommunizieren. Und das führt dann auch zu wertvollen Mitarbeitern. Erfolgreich ist der, wer seine Werte lebt. Das heißt, erstmal muss ich natürlich wissen, was treibt mich, was sind meine Werte und dann sollte ich die immer leben, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben. Das heißt, in einer werteorientierten Teamkultur sind die Werte und Motive der Kolleginnen und Kollegen bekannt und auch akzeptiert. Wir kommunizieren auf Augenhöhe, oft sind offen, sind empathisch. Wir werden als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen individuell abgeholt und motiviert. Wir können Veränderungen gemeinsam schnell angehen mit den jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten. Wir kommunizieren passgenau und ja, die Mitwirkung und das Miteinander ist stärkenorientiert. Was bedeuten jetzt genau Werte? Das bedeutet, dass wir passgenau kommunizieren und handeln, dass wir die Unterschiede und Besonderheiten der einzelnen Kollegen und Kolleginnen und Kunden erkennen und damit besser und individueller kommunizieren. Wir sollten das Verständnis haben, warum wir alle unterschiedlich handeln. Ja, jeder hat eben andere Antreiber und Werte und handelt natürlich in bestimmten Situationen anders. Und wir haben natürlich auch eine individuelle und angepasste Kundenkommunikation. Ich nutze, um die Motive und Werte zu kennen und kennenzulernen, das Reisprofil. Das ist ein Persönlichkeitsprofil. Und wenn ich meine Werte kenne, dann kann ich natürlich und auch die Motive der Mitarbeiter kenne, dann kann ich die Kommunikation so gestalten, dass ich auch wirklich jeden erreiche. Damit wird der Zusammenhalt im Team gefördert. Wir haben eine gesteigerte Wertschätzung und wir wissen, warum sich ein Mensch so verhält, wie er sich verhält. Wir haben weniger Konflikte und eine kundenindividuelle Kommunikation. Dieses Reisprofil hat ein Professor Rees in den USA entwickelt und das ist ein Diagnoseinstrument. Das wird als Gruppen- oder Einzelintervention im Management durchgeführt. Im Leistungssport hat es seinen Stellenwert. Auch damals Jürgen Klopp im BVB oder Schalke 04 oder der Deutsche Handballbund hat es verwendet, um eben zu gucken, was treibt denn den Athleten oder die Sportler an? Wie kann ich die individuell motivieren und welche Aufgaben kann ich den jeweiligen Sportlern und Athleten auch geben und natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Hier sehen Sie im Überblick die 16 Lebensmotive. Herr Professor Rees hat 16 definiert und hat da auch sehr viele Studien
durchgeführt. Und zu diesen Lebensmotiven gehören Macht, Unabhängigkeit, Neugier, Anerkennung, Ordnung, Sparen, Ehre, Idealismus, Beziehung, Familie, Status, Rache, auch Eros im privaten Motiv, im dienstlichen nennt man Schönheit, Essen, körperliche Aktivität und Ruhe. Und jeder hat diese Motive in unterschiedlicher Ausprägung. Es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht, sondern eben nur das individuelle Profil. Und es geht immer von -2 bis +2. Ja, manche haben eine sehr hohe Ausprägung, manche sind auch eher im orangen, im mittleren Bereich. Ja, die können in bestimmten Situationen sowohl mal ja, in die eine Richtung gehen, als auch in die andere Richtung gehen. Und ja, wenn ich jetzt weiß, welche Ausprägung meine Motive haben, kann ich natürlich für mich schauen, lebe ich die auch? Wo kann ich sie ausleben? Lebe ich sie auch in meinem Berufsleben? Ja, wie jetzt auch im Apothekenleben? Und habe ich die richtigen Aufgaben? Passen die zu mir? Kann ich was verändern? Sollte ich was verändern? Und ich weiß natürlich, hier sehen Sie mal so ein Profil als Beispiel. Das ist jemand, der hat Entschuldigung, ich gehe wieder zurück. Ein ja, etwas geringeres Machtmotiv, aber ein sehr hohes Freiheitsmotiv, relativ wenig Neugierde, braucht nicht so viel Anerkennung, hat ein niedriges Beziehungsmotiv, ist sicherlich niemand, der mit Menschen ständig in Kontakt treten möchte und vielleicht für den HV nicht ganz so geeignet, hat einen relativ niedrigen Status. Aber ein hohes Rache-Kampfmotiv, das bedeutet, er geht in den Wettkampf, möchte auch gewinnen, kann auch mal emotionaler werden. Und bei Ruhe ist er so ein bisschen in der Mitte, also braucht nicht ganz so viel Ruhe, nur in bestimmten Situationen. Hier nochmal die 16 Lebensmotive für Sie, damit Sie mal sehen, um was es sich genau handelt. Eben Macht, das Bedürfnis, andere zu beeinflussen, Unabhängigkeit, das Bedürfnis nach Eigenverantwortlichkeit, die Neugier, das Bedürfnis nach Wissen, die Anerkennung, das Bedürfnis nach Akzeptanz, die Ordnung ist das Bedürfnis nach Organisation, Sparen, das Bedürfnis, Dinge zu sammeln, Erde, das Bedürfnis, loyal zu sein, Idealismus, das Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit, Beziehungen ist das Bedürfnis nach Gesellschaft, Familie, das Bedürfnis, seine Kinder großzuziehen. Status ist das Bedürfnis nach Social Standing, Rache das Bedürfnis nach Revanche und Vergeltung, aber auch Gerechtigkeit. Eros ist das Bedürfnis nach Sexualität und Schönheit, wie gesagt im Dienstlichen, also es ist es nicht Eros, sondern Schönheit. Essen ist das Bedürfnis nach Genuss, die körperliche Aktivität, das Bedürfnis nach ja, Betätigung unserer Muskeln und Ruhe, das Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit. Und diese Motive hat eben jeder von uns in unterschiedlicher Ausprägung. Das heißt, wenn Sie ein hohes Anerkennungsmotiv haben, dann brauchen Sie eine ja, hohe Aufmerksamkeit, sehr viel positive Rückmeldung. Beim hohen Machtmotiv braucht man viel Freiraum und Entscheidungsfreiheit, will was bewegen, braucht auch ein Team, das man führen kann. Wer ein hohes Neugiermotiv hat, steht für kreative Aufgaben, also möchte ja, Dinge gestalten, bringt viele Ideen ein. Ein hohes Ordnungsmotiv brauche ich natürlich für eine Projektleitung. Und das hohe Beziehungsmotiv ist wichtig für die HV-Tätigkeit. Das heißt, es wäre natürlich toll, wenn wir wissen, wie unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Kolleginnen und Kollegen ticken. Und dann weiß ich auch, wie ich individuell kommunizieren kann. Wichtige Motive für unsere Kommunikation ist das Macht-, Status- und Rache-Kampfmotiv. Das sind Karrieremotive, Entscheider, bestimmend, kann auch mal ein bisschen anstrengend werden. Bei einem hohen Rache-Kampfmotiv liebe ich den Wettbewerb. Bei einem hohen Ordnungsmotiv strukturiere ich gerne, erstelle gerne Pläne. Das hohe Beziehungsmotiv, da brauche ich den Austausch mit den Vorgesetzten, im Team. Ich liebe dann den Umgang mit Menschen. Und ja, wenn ich bestimmte Aufgaben habe, die nicht meinen Motiven entsprechen, dann brauche ich einfach mehr Energie. Ja, und wenn ich diese Motive habe, dann geht es viel, viel leichter und lockerer von der Hand. Wichtige Faktoren einer motivorientierten Kommunikation ist das Feedback. Das sollte immer bezogen sein auf einen Sachverhalt, konstruktiv sein, je nach Motiv unterschiedlich formuliert sein. Bei einem hohen Anerkennungsmotiv muss ich vorsichtiger formulieren. Wenn ich ein niedriges habe, dann muss ich vielleicht auch mal eine Ansage machen. Und brauche eine ja, klare sachliche Kritik.
Auch bei einer Konfliktlösung ist es wichtig, dass wir unterschiedliche Sichtweisen aufdecken, uns bewusst werden, ja, wie ticken wir denn, wie tickt denn mein Gegenüber, vielleicht Vor- und Nachteile der einzelnen Sichtweisen darstelle und ja, versuche mich zu einigen und aufeinander zuzugehen, aber erstmal eben verstehe, was mein Gegenüber ja, motiviert, was mein Gegenüber treibt. Ziel ist, diese Werte auch in ein Leitbild einfließen zu lassen. Und das Leitbild ist immer ein Miteinander, das von Wertschätzung, Selbstverantwortung und Respekt geprägt ist. Ein Leitbild haben viele Unternehmen. Die meisten Unternehmen geben es vor. Das macht natürlich wenig Sinn. Es ist also wichtig, dass wir es miteinander mit dem Team entwickeln. Und da geht es einfach darum, welche langfristigen Ziele haben wir, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir uns nach außen verhalten, wie wollen wir intern kommunizieren, wie wollen wir nach außen kommunizieren. Und ein Leitbild hat auch immer Auswirkungen auf die Unternehmenskultur. Das heißt also, Teams arbeiten effizient zusammen, die Mitarbeitenden identifizieren sich mit der Apotheke und mit den Unternehmenszielen. Wir beugen Konflikten vor, wir haben mehr miteinander und füreinander. Wir erreichen dadurch schneller unsere Ziele. Ja, wir haben Innovationsgeist und Umsetzungsstärke und ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind motivierter und bleiben dann auch. So viel ganz kurz, warum Werte so wichtig sind. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das zu nutzen, vielleicht auch mal so ein Profil zu machen. Meistens macht man es top-down, also man fängt in der Führungsriege an und ja, bindet dann das Team mit ein. Ein Leitbild würde ich immer entwickeln mit dem Team, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das motiviert sowohl nach innen und ist auch sehr, sehr positiv in der Außendarstellung. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Wünsche äußern würden, was Sie noch interessiert, über was wir uns noch unterhalten können oder was ich Ihnen noch zeigen kann. Schreiben Sie mir das gerne auch auf YouTube. Ja, ich freue mich auf alle Rückmeldungen und ja. Bis dahin eine gute Zeit und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wollen weiterhin zusammen die Apotheke bewegen und die Zukunft gestalten. Ihre Sabine Herbst. Und wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie gerne meinen Newsletter beziehungsweise Sie können gerne meine Podcasts hören auf www.sabineherbst.de. Tschüss!